hört sie wohl einen herzlichen guten Morgen hier zu Reinichs Zeitgedanken und am Vormittag kann es nicht anders sein, als dass wir auf Losung und Lehrtext gemeinsam hören wollen. Wir haben am Anfang ein Bild gesehen, ein kleines Schiff in Not, und es geht also um Angst, um Gefahren heute in Losung und Lehrtext, und wir wollen mal genauer hinschauen, was an diesem Freitag, dem 18. März, uns diese Texte doch wieder mit auf den Weg geben. Da heißt es: Herr, warum stehst du so ferne, verbirgst dich zur Zeit der Not, im Psalm 10. Wir wissen, dass der Psalm 9 und 10 eine Einheit früher gebildet haben, dass es da auch viele Bruchstellen gibt, aber der Inhalt dieses Psalmes ist eigentlich, dass draußen in der Geschichte Unrecht wütet, also im Leben draußen, und dass das die Frommen natürlich schlecht begründen können und sich die Frage stellen, weil die andere Seite sagt, ja, wo ist denn euer Gott? Er hilft ja gar nicht. Die wirklich üblen Sorte von Machthabern und auch anderen Menschen können euch drangsalieren, wie sie wollen, und ihr sprecht immer davon, dass es einen Gott geben würde. Wo ist er denn? Wenn es einen geben würde, der würde doch einschreiten, der würde doch dies nicht zulassen. Es geht also um die Frage, warum schreitet Gott nicht ein, wenn den Menschen Unrecht widerfährt, wenn Notstände in dieser Welt sich ausbreiten, warum hilft er nicht? Und das ist, glaube ich, auch unsere Frage, die wir ganz, ganz häufig stellen und sagen, ja, wo ist nun Gott? Warum hilft er nicht? Und warum stellt er sich nicht uns zur Seite? Wir kommen mal zum zweiten Text. Die beiden passen nämlich sehr schön zusammen. Und da heißt es im Markus-Evangelium: Jesus war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und da sind wir bei dem Eingangsbild, bei dem Sturm auf dem See Genezareth. Da schlief Jesus im Boot und die Jünger waren außer sich, dass er nicht einschreitet, und sie waren der Meinung, sie kommen jetzt alle um. Und wieder kommt die Frage auf, wie bei dem ersten Text, warum hilft er nicht, wenn es tatsächlich der Sohn Gottes ist? Warum steht er uns nicht zur Seite und schaut da zu, wie wir vielleicht auch in diesem Sturm untergehen? Interessant, was Jesus sagt, als sie ihn geweckt haben. Und er spricht sie an und sagt: Warum habt ihr Angst? Habt ihr keinen Glauben? Und das trifft uns wahrscheinlich mitten ins Herz hinein, denn es geht ja darum, dass wir häufig in Angst und Panik geraten, wenn irgendein Unheil tobt. Und das hat sich gezeigt in den letzten 2 Jahren, da ist die Panik, die Angst buchstäblich jedem ins Gesicht geschrieben gewesen. Und jeder hat gemeint, jetzt geht die Welt unter, jetzt müssen wir nur eines tun, nämlich auf die hören, die uns Kommandos geben. Und dann hat sich diese Angst nicht verringert, sondern eher noch verstärkt. Und jetzt stehen wir vor einem Riesendilemma, vor unglaublichen Nebenfolgen der medizinischen Maßnahme und einer kaputten Wirtschaft. Und jetzt kommt auch noch die Zeit des Krieges. Und da macht sich etwas deutlich, was unsere Zeit angeht, nämlich, dass wir in einer der gottlosesten Zeiten, so hat es Friedrich von Weizsäcker einmal auch umschrieben, leben in einer Zeit, in der wir Menschen nicht mehr Gott für möglich halten und ihn auch nicht anrufen und auch nicht wirklich mit ihm verbunden sind. Dann kann das Böse natürlich toben und dann können wir in Panik geraten und dann sehen wir Gott überhaupt nicht mehr in der Geschichte und dann sind wir mittendrin. Und da scheint es einen Zusammenhang zu geben, nämlich zwischen Angst und Glauben. Und deshalb ruft Jesus ja eigentlich auch seine Jünger auf, dass sie doch glauben sollen. Und dann werden sich einige die Frage stellen, ja, das ist ja gut, dann liegt es an uns, dass wir so wenig von Gott sehen, weil wir nicht glauben. Aber warum lässt es Gott zu, dass die Menschen so geplagt werden? Und wenn wir da in die Bibel hineinschauen, dann kriegen wir immer wieder Geschichten vor Ohren und vor Augen gestellt, in denen Schlimmes auf dieser Welt sich ereignet, aber immer wird uns auch im Alten Testament der Hinweis gegeben,
Es liegt daran, dass die Menschen von Gott abgefallen sind. Die bekannteste Geschichte ist die Sintflutgeschichte oder Sodom und Gomorra im Alten Testament, wo uns ganz klar vor Augen gestellt wird, dass die Menschheit sich abgewandt hat, ihr eigenes Leben lebt und Gott vergessen hat. Und dass dann natürlich Dinge die Überhand gewinnen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und deshalb möchte ich aufrufen, auch an diesem heutigen Tag, diese beiden Texte erinnern uns daran, wir werden die Gefahren des Sturmes überleben und wir werden auch die größten Angriffe von einer dunklen Macht überstehen oder zumindest nicht untergehen. Und wir wissen ja, dass Gott eigentlich da ist, wenn wir glauben. Und deshalb kann ich nur aufrufen zum Glauben und sagen, wir haben eine große Aufgabe vor uns und deshalb gebe ich mir auch die Zeit und nehme mir immer wieder diese Andacht für Losung und Lehrtext, damit wir so viel wie möglich Menschen erreichen und das Hauptübel zeigen. Es sind nicht die Globalisten, es sind nicht die Politiker, es sind wir Menschen wohl ein Stückchen selbst, die wir uns von Gott entfernt haben. Deshalb kann dieser Sturm so wüten und es ist also ganz, ganz wichtig, dass wir auch dieses erkennen und sehen und umkehren. Ich habe mir manchmal schon gewünscht, was wäre es, wenn auf einer der größten Demonstrationen alle das Vaterunser beten würden oder ein Feste Burg ist unser Gott singen würden. Ich würde gern einmal sehen, wie sich dann Polizei oder auch die Ordnungskräfte verhalten würden. Und was dann wohl die Politiker sagen würden. Es wäre vielleicht spannend. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken. Der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht. Die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes, von nun an bis in alle Ewigkeit. Ich wünsche uns einen wundervollen Tag. Beginnen Sie das Wochenende heute Abend angemessen, nehmen Sie sich Zeit und vielleicht schauen Sie wieder einmal selbst in die Bibel, lesen da drinnen und versuchen Gott aus sich selbst heraus auch zu finden, indem Sie sich an ihn wenden und bitten darum. In diesem Sinne, passen Sie gut auf sich auf, bleiben oder werden Sie gesund und vor allem meine größte Bitte, bleiben Sie mit Gott verbunden. Auf Wiederlogen.